Liebe Gäste, heute ist der 8. Mai 2021 und wir haben leider immer noch die Corona-Pandemie. So stehe ich hier alleine an dem historischen Ort, an dem am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Ich bin Jörg Moret, der Leiter des Deutsch-Russischen Museums, das diesen historischen Ort gemeinsam mit Partnern aus der Russischen Föderation, aber auch Belarus und der Ukraine, wie eben auch Deutschland, gemeinsam diesen Ort bewahrt und als Museum betreibt. Wir hätten normalerweise das Haus voll heute. Viele Menschen kämen hierher, um gemeinsam an die Geschichte zu erinnern, zusammenzusitzen, ja auch lustig zu sein und zu feiern, aber ebenso auch sich hier unsere Dauerausstellung über den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion anzuschauen, unser Filmprogramm zu genießen, sich anzuschauen, zu Lesungen zu kommen und gemeinsam abends hier den Toast auf den Frieden zu sprechen. Jedes Jahr laden wir uns dazu Menschen ein, die zu uns aus ihren Ländern sprechen. So auch in diesem Jahr habe ich 7 junge Menschen finden können, die leider nur digital, aber uns eine Botschaft haben zukommen lassen. Diese 7 Menschen aus Russland, Belarus, der Ukraine, Frankreich, Großbritannien, den USA und Deutschland haben sich zusammengefunden in dem Projekt Peaceline. Die Peaceline ist ein Projekt des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und es besteht darin, dass junge Menschen gemeinsam durch die Länder Ostmitteleuropas reisen, entlang der Orte, an denen es etwas zu erinnern gibt. An den Krieg, vielleicht sind es Gräber, vielleicht sind es Denkmale, vielleicht sind es Museen. Und dabei erzählen sie sich gegenseitig das, was sie von dem Krieg wissen, das, was in ihren Familien, in ihren Ländern erinnert wird. Es sind unterschiedliche Perspektiven, unterschiedlich durch die Generation, unterschiedlich durch die Länder. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich in diesem Jahr, leider nur digital, von diesen 7 Menschen Ihnen jetzt diese Grußbotschaften präsentieren kann. Krieg. Ich höre Schreien und Stöhnen der Verwundeten. Ich sehe schockierte Gesichter voller Schmerz und Angst. Tief in meinem Herzen spüre ich Verzweiflung dieser Menschen. Ich bin überzeugt, Krieg gilt als Bekundung der Grausamkeit und der Ungerechtigkeit. Ich traue um den Verlust jedes Kriegsopfers, um den Verlust derjenigen, die Seite an Seite für Frieden, Freiheit, Heimat, Verwandte und Freunde gekämpft haben. Der Zweite Weltkrieg hat auch das Leben meiner Familie geändert. Einer der Onkel meines Vaters ist in der Schlacht bei Stalingrad umgekommen. Der zweite war Partisan in Vazelj. Es ist ihm gelungen, in einer Nacht heimlich daheim zu kommen und ein Stück Brot zu sich zu nehmen. Nachdem er es verlassen hatte, hörte seine Ehefrau nur ein paar Schüsse. Seither hat ihn niemand mehr gesehen. Am schrecklichsten war es für mich, über meine Urgroßmutter und ihre Furcht, dass ihr jüdischer Name Chima von Nationalsozialisten enthüllt wird, zu erfahren. Ich bin der Meinung, dass das eine unfassbare, perverse Situation ist, sich selbst, seine Persönlichkeit, seine Einzigartigkeit zu verlieren. Und nicht nur meine Verwandten, sondern auch all die Opfer zählen für mich, weil ich jetzt nicht in Gefahr leben kann. Die Kriegszeit ist eine Prüfung, die kein Volk verdient hat. Frieden, das ist Freundschaft, Kraft, Vertrauen und Solidarität. Lassen wir ihn erhalten. Semir. Ja, Frieden bedeutet sehr viel. Ich als Amerikaner, ich kann jetzt hier in Deutschland arbeiten und wohnen. Und das ist kaum unvorstellbar. Aber 75 Jahre vorher war im Zweiten Weltkrieg. Und natürlich Amerika und Deutschland, die waren Feinde, haben gegeneinander gekämpft. Und so etwas wäre unmöglich. Und das bedeutet für mich persönlich, Frieden bedeutet, dass ich kann in ein anderes Land, jetzt hier in Deutschland,
arbeiten und neue Freunde machen, die Kultur lernen und viele Sachen entdecken. Und ich finde, so etwas bringt auch etwas in der Zukunft für einen Dialog und Frieden. Kurz gesagt, also Frieden für mich, die drei Ps auf Englisch, das wäre Protection, Possibilities and People. Protection, dass man hat einfach Schutz, sehr wichtig in seinem Alltag, wenn man möchte leben und arbeiten. Zweitens Possibilities, also Möglichkeiten, dass man kann viel machen, ob das ist lernen, studieren, Freunde treffen, wieder zur Arbeit gehen, seine eigene Religion auszuleben. Also das finde ich auch sehr wichtig, diese Möglichkeiten. Und der dritte P auf Englisch wäre People, Leute, ganz wichtig, auch für mich. Ich habe jetzt mittlerweile in Deutschland sehr viele Freunde, Bekannte, Kollegen. Und das ist mir ganz wichtig, weil wenn ich sitze in Amerika irgendwann und ich gucke auf die Landkarte und gucke auf Deutschland, das ist jetzt ein Heimatgefühl, das ist ein Freundschaftsgefühl. Und ich glaube, jeder kann so glücklich sein, ein, zwei Länder solche Gelegenheiten zu haben, dass es hilft in der Friedensprozess. Das ist für mich, was Frieden ist. Der 8. Mai steht vor der Tür. Was geht mir durch den Kopf, wenn ich an diesen Tag denke? Zugegeben, bisher hat er in meinem Leben keine große Rolle gespielt. Im Schulunterricht nahm ich ihn kaum wahr, verband insgesamt wenig mit dem Datum. Eigentlich schade, denn gerade der 8. Mai bietet sich in meinen Augen besonders an, ins Gespräch zu kommen. Über Vergangenes, den Krieg, die Trauer, das Erinnern an die dunkle Zeit, welche heute, vor 76 Jahren, zumindest in Europa ihr Ende fand. Ins Gespräch kommen aber auch über Gegenwärtiges. Wie hat sich die Welt seit 1945 verändert? Wo stehen wir heute? Und ins Gespräch kommen über Zukünftiges. Was macht uns Hoffnung? Was Angst? Gemeinschaftliches Erinnern braucht einen Startpunkt, ein historisches Datum wie beispielsweise den 8. Mai. Doch sollte es sich nicht im Blick zurück verschöpfen. Lernen aus der Geschichte ist nur möglich, wenn die Gedanken auf das Momentane und Zukünftige ausgeweitet werden. Gemeinschaftliches Erinnern, es steckt im Wort selbst, dass dies in einer Gruppe geschieht. Oft erinnern wir uns innerhalb der eigenen Landesgrenze, leben und erleben die Erinnerungskultur der eigenen Nation. Doch Gedenken sollte nicht an Ländergrenzen aufhören. Gerade über Sprachen und Kulturen hinweg entfaltet sich das Facettenreichtum des Gedenkens und erwachen die vielen Perspektiven, welche es auf ein und dasselbe Ereignis gibt, zu neuem Leben. Genau dieses Ziel verfolgt das Jugendprojekt Peace Line, an welchem ich im Herbst vergangenen Jahres in Berlin teilnehmen durfte. In einer internationalen Jugendgruppe beschäftigten wir uns mit den Themen rund um Krieg und Frieden, Versöhnung und Erinnerungskultur. Ich hoffe sehr, dass die ursprünglich geplanten Jugendreisen quer über den europäischen Kontinent in diesem Sommer stattfinden können. Denn es gibt meiner Meinung nach kein geeigneteres Mittel, um auch in Zukunft den Frieden zu wahren, in welchem wir in Europa seit so vielen Jahren leben dürfen, als durch Begegnungen und gemeinsame Erfahrungen junger Menschen über Ländergrenzen hinweg. Das diffuse Konstrukt der anderen mit echten Gesichtern, spannenden Geschichten und schließlich Freundschaften zu füllen, das ist es, wofür wir uns einsetzen sollten. Momentan noch digital und sobald es wieder geht, in 3D. Hallo, ich heiße Simin, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Frankreich. Ich möchte Ihnen eine Anekdote erzählen, eine Anekdote darüber, wie ich den Zweiten Weltkrieg realisiert habe. Wenn ich realisiert sage, ich spreche nicht über die Wahrheit, ich meine verstehen, dass dieser Krieg einmal eine Realität, eine Gegenwart war. Eine Gegenwart so real wie jetzt. Für mich sind die meisten geschichtlichen Ereignisse, die vor meiner Geburt geschehen sind, auf der gleichen Zeitskala. Sie haben das gleiche Etikett, die Gegenwart. Das sind Seiten in einem Geschichtsbuch. Und dann habe ich das Buch Hahaha von Laurent Binet gelesen. Es bedeutet, Himmlers Hirn heißt Heydrich. Das Buch erzählt die Geschichte von Heydrichs Ermordung in Prag und die Tragik der Täter in der Saint-Cyrille- und Methodkirche. Ich hatte die Gelegenheit, nach Prag zu fliegen, kurz nachdem. Das ist lustig, weil ich mir eine riesige Kathedrale vorgestellt hatte, wie in einem Film. Aber in Wirklichkeit
ist das eine bescheidene Kirche. Am Außenzaun kann man noch Anschusslöcher sehen. Und als ich diese Anschusslöcher sah, hatte ich ein seltsames Gefühl. Diese Anschusslöcher könnten vor einer Stunde, vor ein paar Minuten entstanden sein. Mit bloßem Auge kann man den Unterschied nicht erkennen. Es war, als hätten die Nazi vor ein paar Minuten hier sein können. Das war, als ob die Vergangenheit in die Gegenwart eindringen würde. Die Zeit war nicht mehr linear, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Es war, als ob sie zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle überlagert wurden. Es war, als wollte die Vergangenheit sprechen und sagen, ich habe existiert, ich existiere und ich werde immer existieren. Ich bin real. Also ich denke, wir sollten uns an diesem Tag an die Vergangenheit erinnern. Ein Toast auf den Frieden ist ein Toast auf die Erinnerung. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Tschüss, bis bald. Hallo, mein Name ist Konstantin und ich komme aus Donetsk in der Ukraine. Bevor der Krieg ausbrach, lebten wir im vollen Frieden und waren uns, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen, der Wahrscheinlichkeit eines solchen Konflikts auf unserem Territorium nicht bewusst. Vor allem zwischen der Regierung unseres Landes und der nicht gerade einfachsten, aber doch engsten Verbündeten und Nachbarn von uns. Jeder in meiner Stadt und ungewohnt wurde zum Opfer des Interessen von jemandem. Interessen der, die vergessen haben, worum es im Krieg geht, wie er beiden Seiten des Konflikts schadet und welche Folgen er noch Jahrzehnte danach hat. Aus meiner Sicht sollte der 8. Mai eine starke Erinnerung daran sein, dass wir uns sehr anstrengen müssen, um zu verstehen, dass alle Menschen im Kern das Gleiche wollen wie wir. Und die Frage ist, wie sie mit dem geringsten Leid für alle in ihren Klang bringen können. Nur dann können wir anfangen, alle nicht nur militärische Konflikte, die es auf der Welt gibt, loszuwerden. Während wir auf eine friedliche Zukunft hoffen, gibt es Menschen, die gegen unsere Hoffnung handeln. Ich fordere alle auf, ebenfalls zu handeln. Fangen Sie damit an, offen und bewusst mit Ihren Handlungen umzugehen. Und fragen Sie sich, ob diese Handlungen Ihre eigenen wahren Interessen unterstützen oder die von jemandem anderen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie sicher und so verständnisvoll gegenüber Ihren Nachbarn sind, wie Sie es gegenüber sich selbst sind. Für den Frieden. Frieden ist für mich, wenn ich Krieg an meinen Wohnorten unverstehbar finde. Frieden ist für mich, Krieg zwischen den Orten, aus denen meine Familie stammt, unverstehbar zu finden. Mit sowohl britischen als auch deutschen Verwandten ist Frieden, wenn meine schottische Großmutter und meine deutsche Oma sich kennenlernen können. Wenn sie sich treffen und kennenlernen können und gemeinsam die Geburten und Meilensteine ihrer Enkelkinder feiern, sowie Geschichte über ihr Leid austauschen können. Frieden ist, den Krieg nur aus diesen Geschichten und aus dem Studium dieser Geschichten kennenzulernen. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Maxim. Ich bin in Moskau geboren. Mein ganzes Leben habe ich in Berlin verbracht. Somit kann ich mit Recht behaupten, ein würdiger Vertreter zweier Kulturen zu sein. Kulturen zweier großer Länder. Der 8. Mai ist ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte der Menschheit. Für meine Familie ist es ein besonders wichtiger Tag. Unser Großvater
hat nämlich das Schrecken der Evakuierung am eigenen Leib erfahren und die Jahre der Not danach. Dabei verlor er seine Eltern. Er hat mir immer gesagt, dass das Wichtigste im Leben der Frieden ist und die Kommunikation zwischen den Ländern, zwischen den Menschen. Wir leben in einer multinationalen Gesellschaft. Meine Freunde sind Russen, Türken, Kasachen, Spanier und viele weitere. Und wir hatten nie Kommunikationsprobleme. Meine Freunde und ich erinnern uns nämlich immer an die Geschichte, erinnern uns, was der Krieg und die Zerstörung mit sich bringen kann, nämlich nur Leid und Schmerz für alle Menschen. Unser Frieden heute ist nämlich nur eine Fortsetzung des Friedens von gestern und das Versprechen für den Frieden von morgen. An diesem Tag wünsche ich uns allen einen friedlichen Himmel über unseren Köpfen, meiner Familie, meinen Freunden und allen Menschen, dass sie sich immer an die Geschichte erinnern. Denn wer sich nicht an die Geschichte erinnert, der wird die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Auf den Frieden! Vielen Dank für diese Grußbotschaften. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wirklich analog in echt hier in Karlshorst wieder begegnen können, um gemeinsam den 8. Mai zu begehen. In diesem Jahr erhebe ich alleine hier im Saal das Glas. Auf den Frieden!